Und so kam dann die Möglichkeit oder die Anfrage aus Wien, ob ich das nehmen möchte. Und habe gesagt, ja gut, schauen wir mal an. Und hat dann gepasst und war natürlich eine riesen Umstellung, weil Grasshopper war professionell der beste Verein und Wiel war zweite Liga und haben jetzt ein schönes Stadion. Das hat natürlich vorher noch nicht so ausgesehen. Es war eine ganz andere Welt. War aber für mich wichtig, auch das mal aufzunehmen, weil ich ja eben Grasshopper so aufgewachsen bin mit den quasi den besten und den sehr guten Möglichkeiten. Und dann kommst du so einem kleineren Verein und musst wieder bei Null beginnen quasi. Ja? Also du musst wieder umdenken, was brauchst du eigentlich, was ist nötig, was ist jetzt professionell, was müssen wir tun zusätzlich, damit wir eben ein bisschen mehr in dieses Professionelle reinkommen. Und haben versucht, so gut, so viel wie möglich dann umzusetzen. Und hat dann eigentlich recht gut geklappt. Wir haben dann auch Präsident hat ihm gesagt, quasi müssen aufsteigen, müssen vorne dabei sein. Und den Wunsch haben wir ihm erfüllt. Also wir waren auf dem ersten Platz und war dann im Dezember ist dann St. Gallen gekommen. Also sie hatten eine Anfrage, ob sie mich haben können. Hat mich dann natürlich interessiert. Da war St. Gallen war auf dem achten Platz. Da war noch Finalabstiegsrunde. Die ersten acht haben die Meisterschaft gespielt dann am Frühling. Die anderen vier mit den ersten vier auf Abstieg. Also war in dem Sinn eigentlich eine ideale Möglichkeit. Du hast keinen Druck, dass du absteigen kannst. Du kannst eigentlich nur besser werden. Also sie waren auf dem achten Platz da. Vielleicht kannst du noch was bewegen, aber du hast quasi ein halbes Jahr Zeit, um deine Ideen zu vermitteln, ohne dass jetzt der Druck da ist, dass du vielleicht absteigen kannst oder nicht dabei bist. Und war eine gute Konstellation. Da war auf der einen Seite ist es an sich kam, es war für mich natürlich auch lustig, also die Wäsche zu den Auswärtsspielen, die sind so in Plastikzeinen, sind die weggetragen worden. Also da gab es keine Kisten, die abschließbar waren. Das war offen, das war wie zu Hause, wenn die Mama in die Keller geht mit der Wäsche, um da zur Waschmaschine zu kommen. Und das war und so sind wir eigentlich zu den Auswärtsspielen gereist. Und ich habe gesagt, was macht ihr, wenn es regnet? Ist ja alles dann klitschig, klatsche nass. Und ja, also da haben wir dann geschaut, dass wir so Aluminiumkisten besorgen können, die man abschließen kann, die du natürlich auch ins Trainingslager. Dann habe ich gesagt, wie reist ihr ins Trainingslager? Du, das Ganze soll gar nicht aufgeben. Und haben dann so abschließbare Kisten besorgt mit Sponsoring und hat dann gut geklappt. Und so Kleinigkeiten, ne, die dann einfach auch notwendig waren. Jetzt auch eine Frau dann natürlich gesucht hat, die regelmäßiger da waren, um die Wäsche zu waschen, die dann natürlich vorbeikommen und so kleine Dinge. War schwierig. Wir haben versucht, Geld reinzuholen, haben so an einem Weihnachtsmarkt in Wiel haben wir so einen Stand gehabt, wo man dann so mit Hammer und Nagel so ein Spiel gemacht haben, so drei Schläge, dann kriegst du irgendwie ein Gläschen Wein oder so und waren alle sehr gut in diesen Nageln, also es hat uns mehr gekostet, als wir rausbekommen haben. Also haben wir versucht, da mit Schals und Trikots zu verkaufen, da ein bisschen was in die Mannschaftskasse zu bekommen, um auch dann Trainingslager zu finanzieren. Also für mich war eigentlich auch wichtig, immer so also im taktischen Bereich zu arbeiten, zu gucken, wie sich eine Mannschaft bewegt. Der Mitbegründer der Fairplay Agency mit dem Dino Lamberti war dann mit dabei, war auch ein guter Kameramann, der Claudio. Und der hat sich da zur Verfügung gestellt, war eh ein Fan und hat alles versucht, da mitzumachen. Und wir haben eben im alten Stadion gab es hinter dem Tor nicht die Möglichkeit, gab es keine große Tribüne. Da haben wir versucht, dahinter war ein Haus mit einer großen Terrasse, haben wir versucht, auf diese Terrasse zu kommen. War eh ein Fan vom FC Wiel. Und dann ist er eigentlich bei jedem Heimspiel, ist der Claudio da bei denen an der Haustür klingeln gegangen, ist durchs Wohnzimmer gelaufen, hat sich
positioniert auf der Terrasse und hat das Spiel aufgenommen. Und hat es dann auch natürlich auf VHS-Kassette, war das damals noch. Now it eats these things, all right? It opens its mouth. Hatte das dann mir nach dem Spiel überreicht und ich habe dann, oder ich konnte dann taktisch natürlich sehen, wie bewegt sich die Mannschaft, wer steht falsch, und war dann natürlich gut, um in der Analyse mit der Mannschaft das mitzunehmen. Haben dann das meistens auch in der Kabine gemacht, im Fernseher da reingestellt, also es war alles extrem provisorisch und heutzutage eigentlich nicht mehr vorstellbar.